Ihr wollt endlich den dicken Trizeps haben. Ich zeige euch, welche Übung euch dabei hilft und wie ihr ultimative Gains macht. Ich denke, die meisten Leute würden bei der besten Übung für Trizeps denken, dass man jetzt an den Kabelzug geht und hier einfach eine drückende Bewegung macht. Das trainiert vor allem hier den vorderen Trizeps, das ist den hier. Wir wollen aber vor allem auch den hinteren, weil der bei den meisten eigentlich fehlerhaft ist, wenn sie noch am schwächsten. Und vor allem hier bei der Bizepspose, bei der Doppelbizepspose, den Schwung hier unten ausmacht. Und nachdem ihr einen großen Arm haben wollt, auch von vorne, ist hier unten der Schwung ganz besonders wichtig, weil vor allem den eigentlich die meisten Arme trainieren. Vor allem bei Bankdrücken oder bei Schulterdrücken, also allen normalen Drückübungen, habt ihr den vorderen Trizepskopf hier auch mit drin. Wir wollen jetzt eben den hinteren trainieren und den macht ihr vor allem über Kopfübungen. Hier gibt es natürlich mehrere Varianten, die ihr wählen könnt. Am besten die nehmen, die ihr am liebsten habt, die euch keine Schmerzen bereitet. Für die schmerzloseste Variante habe ich auch erst vor kurzem mit ein integriert, dank Patrick. Manu macht die, glaube ich, auch schon länger. Ihr nehmt euch jetzt hier pro Seite jeweils einen Kabelzug, dreht euch einmal um, dann habt ihr den Kabelzug hinterm Kopf. Wichtig ist, die Ellbogen sind jetzt nicht hier vorne, sondern hier seitlich, weil der Kabelzug kommt auch von der Seite. Und ihr zieht im Prinzip den Kabelzug genau über eure Ellbogen. Der Winkel im Oberarm bleibt die ganze Zeit gleich. Ihr nehmt den Stretch schön mit, könnt ihr noch ein bisschen hier nach hinten wippen. Hier werdet ihr auf jeden Fall auch schon bei leichtem Gewicht merken, dass euer Trizeps wirklich krass arbeitet. Halt eben vor allem hier auf der Rückseite. Und dass das Gefühl wirklich ein krasses ist. Und die wenigsten Menschen machen halt Übungen über Kopf. Die meisten kennen halt die Übung vorm Körper. Aber das, was den Trizeps wirklich zum Wachsen bringt, ist hier schöne Dehnung. Vor allem auch bei der Übung vorm Körper. Immer die Dehnung gut mitnehmen, den Trizeps ganz lang machen und natürlich auch komplett kontrahieren. Vielleicht sogar kurz festhalten. Und dann den Trizeps maximal anspannen, um wirklich Wachstum zu generieren. Hier gehe ich gerne ein bisschen leichter, das heißt, ich mache 10 plus Wiederholungen, zwischen 10 und 15 würde ich sagen. Mache dann auch zum Schluss teilweise nur noch Half Reps, das heißt zum Beispiel, wenn ich hier nicht mehr ganz durchstrecken kann, mache ich noch ein bisschen hier Schwung rein, in der gedehnten Position vor allem, um nochmal alles rauszuholen aus dem Trizeps und schaue dann, dass ich mit 2 bis 3 Sätzen pro Übung, ich würde maximal 2 Übungen pro Training machen, dann gut was raushole und meinen Trizeps maximal stimuliere, um den aufs nächste Level zu bringen und halt eben vor allem hier von hinten gut aussehen zu lassen. Und falls ihr euch nach dem Training gut versorgen wollt, kann ich euch No Whey Ball empfehlen. Schmeckt ultra krass, gibt es in verschiedenen Sorten und mit Pistazie ist es derzeit mein Favorit. Kein krasser Proteinsnack, dafür nur Bio-Zutaten, kein zugesetzter Zucker und auch keine Süßstoffe. Das heißt perfekt mit Carbs und ein bisschen Fette für nach dem Training, schneller Energielieferant und es schmeckt ultra nice. Mit Code Power spare sogar auf die ganze Packung mit 12 Stück, glaube ich, 20% und dann seid ihr optimal abgedeckt. Das heißt Code Power verwenden, immer den besten Deal bei Rocker und es schmeckt wirklich sehr, sehr geil. Ich denke, eure Trizeps-Gains sind jetzt gesichert und ich hoffe, ihr integriert die Übung oder ähnliche in euer Training und macht somit ordentlich Arm-Gains. Für mehr folgt dem Kanal, liked das Video und schreibt gerne einen Kommentar. Bis dann, ciao, ciao.